Und ein herzliches Willkommen zurück zur Herausforderung von dem gewissen Fahrer hier bei Forza Horizon 3. Wir haben ja in der letzten Folge schnell den Part beendet. Gehst du auf sein? Lass uns durch, wir wollen ja mal abkürzen. Route wird neu berechnet. Wir brauchen keine Route. In 200 Metern links abbiegen. Geradeaus einfach. Der braucht schon Straßen. In 400 Metern rechts abbiegen. Wir brauchen doch gar keine Straßen, oder? Wir können doch einfach geradeaus fahren. Es sind ein paar Bodenwellen drin, oder? Rechts abbiegen. Ja, gewonnen, wir haben ja voll abgekürzt einfach. Mehr Credits. Mehr EP. Und neue Punkte. Ah, neue Karten. Klasse, normales Auto. Na gut, besser wie nix. Ist natürlich jetzt schon eher was. Klasse! Die Aufstellung ist jetzt komplett, Boss. Wenn du das nächste Mal jemanden einstellen möchtest, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Ja, das nächste Mal, wenn wir jemanden einstellen, dann werden wir jetzt erstes Mal den RE13 oder den The Big Web Bowski wegschicken, weil ist ja logisch, wir wollen ja immer die besseren Fahrer für uns haben. Genau so. Gibt es jetzt Rennen in der Gegend? Ah, da gäbe es ein PR-Stand, das trifft sich perfekt. Es liegt ja fast auf dem Weg. Bei nächster Gelegenheit wenden. Knapp vorbei ist auch daneben. Glück gehabt. Schauen wir mal, was noch daraus wird. Der Part hier sollte ja wieder pünktlich kommen, nachdem der letzte zu spät kommen ist. Wird der hier auf jeden Fall pünktlich kommen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Rechts abbiegen. Schauen wir uns das Ganze mal an. In 200 Metern rechts abbiegen. Löffelliste. Löffelliste ist immer gut. Okay. Okay, neues Rennen mit dem HSV Melu. Mehr Triffpunkte. Triffpunkte sind mehr. Wo sind wir denn unsere Punkte? Okay, wir haben noch 1 Minute 33 Zeit. Wäre gut, wenn wir unsere Punkte irgendwo sehen würden. Wäre schön, aber haben wir leider nicht irgendwie. Ach so, in dem Gebiet müssen wir die Punkte schaffen. Das ist ja gar kein Problem.
Da trifft es sich auf Uhr plötzlich wesentlich leichter. Da geht es auf einmal auch wesentlich leichter, wenn man mal weiß, wie das wirklich geht. Pleiten, Pech und Panen, würde ich sagen. Links abbiegen. So. Müssen wir erstmal in die Drift Zone fahren. Wenn wir dann drin sind, dann können wir driften. Okay, Fünfer, es ist möglich. Wenn du rückwärts fährst oder den Flaggenbereich verlässt, zählt der Versuch nicht. So sind nun mal die Regeln. Probier's nochmal, aber nicht schummeln. Okay, nicht rückwärts fahren. Gut zu wissen. Das wollen wir auf jeden Fall schaffen. Ist schwierig, muss man sagen. Aber ist ja in Ordnung, wenn nicht immer alles einfach ist. Bei nächster Gelegenheit wenden. Genau, ab der Linie da drüben beginnt das Ganze. Moment, Moment. Heieiei. Mal vom Gas runtergehen. Schon komisch. Ach, jetzt geht's nochmal in die andere Richtung zurück. Gut zu wissen. Okay, schwieriger wie gedacht. So. Dann. Okay, können wir uns die Bestenliste anschauen? Okay. Erneut, okay, jetzt müssen wir mir einmal hin, einmal zurück. Ist in Ordnung. Und nicht stehen bleiben in einem Zug 25.000. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, das hätten wir auch gleich am Anfang anzeigen können. Da wäre es wesentlich leichter. Gedacht, den können wir umfahren. Aber ist in Ordnung, wenn wir nicht ganz so schnell sind, ist vielleicht sogar besser. Das ist der vorletzte Versuch, sagen wir so. Okay, geschafft. Erstmal nur hin und nicht zurück. Hätte als zweiter Versuch wahrscheinlich gezählt, okay. Das Menü erinnert mich so stark an Burnout damals. Burnout 3. Takedown.
Müssen wir mal schauen, wie wir das wirklich dann machen. Ich bin auch gespannt, was die ehemaligen Burnout-Entwickler, ja genau, Entwickler waren es ja, was die jetzt vorhaben. Sie haben ja gesagt, sie wollen neues Spiel entwickeln. Was auf jeden Fall ein Rennspiel werden wird. Was einen Crash-Modus haben wird, das ist auf jeden Fall auch sicher. So wie die klassischen Burnout, und sie wollen mehr in Richtung vom dritten Teil oder vom zweiten Teil gehen. Das haben sie gesagt. Offiziell darf es nicht Burnout heißen, klar. Die Rechte liegen bei EA. Und die Entwickler. Und sie sind natürlich nicht mehr bei EA, sondern sie haben ein eigenes Studio. Bei Criterion Games an und für sich entwickelt ja kein Burnout mehr. Das ist mehr oder weniger erstmal auf Eis gelegt worden. Weil es für EA nicht lukrativ war, mehr wie ein Rennspiel in der Hinsicht zu produzieren. Bin gespannt, wenn das nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Nächstes Jahr kommt auch ein neues Need for Speed. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Das ist ja schon angekündigt, mehr oder weniger. Ja, offiziell ist es schon angekündigt. Das auf jeden Fall was. Geh scharf in die Kurve und zieh die Handbremse, um so weit wie möglich zwischen den Fahnen zu driften. Ach, jetzt sind wir wieder bei Drift Zone. Wie viele Punkte will man da sehen? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Was meinst du? Nicht übel, oder? Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Da geht auf jeden Fall mehr. Das ist Fakt. Ich habe ja nicht gedacht, dass das ein Drift-Bereich ist. Starten das Ganze. Weil rückwärts fahren ist gar nicht schlecht immer. Okay, Reifenmengen aufwärmen. Ich habe auch noch keinen Mercedes gesehen, der Slicks drauf hatte. Auch mal was Neues. Mercedes mit Slicks. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, das wissen wir schon, dass wir das Ziel erreicht haben. So. Immer noch nicht. Was bräuchten wir da? 50.000 Punkte. Einen Versuch gibt es noch. Diese Folge nur driften, ist auch mal was. An der einen Kante sind wir so blöd hängen geblieben. Das war der Hauptgrund, warum das nicht so gut gelaufen ist. Okay, fehlen uns wahrscheinlich genau 700 irgendwas. Ach ne, okay, gibt's ab 30.000, das ist wieder Punkte. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir mal wieder ein Rennen. Ah, Löffelliste ist da sogar gekennzeichnet.
Aber ich würde erstmal ein neues Rennen machen im nächsten Part. Da fahren wir dann hin. Oder vielleicht machen wir auch die Meisterschaft. Mal schauen. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.